Die Klausurtagung beschäftigt sich zunächst einmal wie immer mit dem Bundeshaushalt, dieses Mal für 2017. Erneut ein Haushalt ohne Schulden. Und da werden die großen Projekte auch beinhaltet sein, vor allem Infrastruktur, Bundesverkehrswegeplan, schnelleres Internet. Wir werden uns dann mit dem großen Thema innere Sicherheit beschäftigen. Dazu haben wir den Chef des Bundeskriminalamtes eingeladen, auch mit dem Thema Terrorbekämpfung. Wir haben auch das Thema Integration auf der Tagesordnung. Da geht es vor allem darum, dass Menschen, die in unser Land gekommen sind, sich auch in diese Gesellschaft, nicht nur in Wirtschaft, sondern in Gesellschaft integrieren müssen und Regeln, die bei uns gelten, einzuhalten haben. Ein zentrales Thema wird es sein, wie gehen wir mit den Kinderehen um, die geschlossen sind, und wie verhindern wir, dass sowas in Zukunft stattfindet.